schauen wir uns konkret an, wie diese Gewinnverteilung denn aussehen könnte in dem Beispiel mit dem Skiliften. Das machen wir in drei verschiedene Fälle, damit Sie einfach mal sehen, wie sich das unterscheiden kann. Fangen wir mit Fall 1 an, ganz einfach. Der Barwert der laufenden Überschüsse aus dem Betrieb des Lifts beträgt 240. Was ist das? Das sind einfach die erwarteten Erlöse über die Zeit, wenn wir den Lift betreiben. Okay? Für die Produktion des Lifts fallen Kosten in Höhe von 150 an, macht also unterm Strich einen Gesamtgewinn von 240 minus 150 sind 90. Das ist das, was wir immer potenziellen Kooperationsgewinn genannt haben. Das ist der Gewinn, der insgesamt zustande kommen könnte, wenn Kooperation funktioniert. Das Wichtige ist aber, nur weil es diesen Gewinn gibt, heißt es nicht, dass die beiden sich einig sind, wie der verteilt wird. Wir nehmen einfach mal an, dass die Gewinne gleichmäßig verteilt werden, dass die beiden sich einigen können, dass die Gesamtgewinne gleichmäßig verteilt werden. Dann würde man auf einen Preis von 195 kommen, was für beide Partner einen Vermögenszuwachs von 45 bedeutet. Wie kommt das zustande? Naja, der Hangeigentümer kauft also den Lift für diesen Preis, für minus 195, oder wir können es erstmal abstrakt machen, kauft den Hang für den Preis, hat Erlöse von 240 plus 240 und das muss gleich sein 90 durch 2, also 45, weil ja die Gesamtgewinne, das haben wir eben angenommen, gleichmäßig verteilt werden. Okay, wenn wir das auflösen, kommen wir eben zu P ist gleich 195. Und genauso für den Liftproduzenten. Der Liftproduzent hat Kosten, den Lift zu bauen von minus 150, kriegt den Preis und das soll wiederum 45 betragen, also die Hälfte des Gesamtgewinns führt zu P gleich 195. Macht ja auch Sinn, der Preis sollte ja der gleiche sein, also der Preis, den die eine Seite zahlt, sollte natürlich dem Preis entsprechen, den die andere Seite erhält. Okay, gehen wir zum zweiten Fall. Im zweiten Fall nehmen wir an, zusätzlich, dass der Hangeigentümer durch den Betrieb des Lifts noch weitere Gewinne erzielen kann. Okay, nämlich 60. So, jetzt ist also ein Gesamtgewinn von 150 zu verteilen, die 90 von eben und die 60, die nur beim Hangeigentümer entstehen. So, wir nehmen wieder an, dass der Preis, dass der Gesamtgewinn gleichmäßig verteilt wird auf die beiden. Das heißt, 150 durch 2 und der Hangeigentümer hat dann eben den Preis zu zahlen für den Lift, hat die Erlöse hier und noch die Extraerlöse nur für sich. Und dann kommen wir eben auf einen Preis von 225. Und genauso für den Liftproduzenten, der Preis muss ja gleich sein. Das Wichtige hier ist aber zu sehen, dass das zu einem Gewinnanteil beim Hangeigentümer von 15 führt und beim Liftproduzenten von 75. Das heißt, der Lifthersteller wird jetzt begünstigt dadurch, dass der Hangeigentümer mehr Gewinn erwarten kann. Okay, das ist das ganz Wichtige hier. Noch extremer wird es, wenn dieser Gewinn noch höher ausfällt, wenn nämlich der Gewinn aus der Skihütte 110 beträgt, dann ist der Hangeigentümer sogar bereit, einen so hohen Preis für den Lift zu bezahlen, dass der Lift per se für ihn zu einem Verlustgeschäft wird. Okay, aber insgesamt macht er natürlich trotzdem noch Gewinn durch diesen Extragewinn hier. Also wir haben hier einen Gesamtgewinn von 200, der wird gleichmäßig aufgeteilt. Der Hangeigentümer zahlt den Preis, hat die Betriebserlöse plus die zusätzlichen Erlöse, führt zu einem Preis von 250. Genau, und dieses Beispiel in drei Fällen soll einfach zeigen, dass wenn eine Seite unilateral viel mehr Gewinn erwarten kann von der Kooperation, dann hat die andere Seite natürlich eine bessere Verhandlungsposition und kriegt einen größeren Anteil des Gewinns.